Ich möchte heute, wenn es Ihnen recht ist, unbekanntere Dinge von Jura Seufer auch vorstellen. Es ist ein sehr früher Text von Jura Seufer. Er ist ja früh politisch aktiv schon gewesen bei der sozialdemokratischen Mittelschülerschaft. Wenn's dir die Freiheit nicht mehr gefällt, dann zieh hinaus in die weite Welt. Ja, wandere, Bruder, wandere, und wird so enge deine Zeit, dann zieh hinaus in die Ewigkeit. Und such dir eine andere, und such dir eine andere Zeit, und such dir eine andere Zeit. Jura Seufer an Marika Schesi, Nürnberg, 16. Juli 1932. Mein liebes Goldenes, heute Samstag ist mir wohl das Idiotischste meines Lebens passiert. Ich hätte das braune Haus unter persönlicher Führung eines Nazi-Bonzen besichtigen können, habe es aber versäumt, weil ich zu spät gekommen bin. Na, gehöre ich nicht mit Skorpionen erschlagen? Ich hatte heute die unerhörte Sau, um 2:30 von München wegzufahren und um 10 abends mit einem direkten Auto in Nürnberg anzukommen, was mich über das braune Haus etwas getröstet hat. Ein weiteres freudiges Ereignis war mir die Entdeckung, dass die süddeutschen Nazi mich nicht als Juden erkennen. Dampfer, Dirnen, Senatoren. Wo der Glorienglanz der gottgewollten Wirtschaftsordnung am herrlichsten ist, dort sind auch ihre Schattenseiten am schwärzesten. Dort, wo der Kapitalismus die schönsten Maschinen konstruiert, gibt es die meisten Arbeitslosen. Wo er die größten Börsen errichtet, gibt es die meisten Raubmorde. Wo er die höchsten Brücken baut, springt die größte Anzahl von Menschen ins Wasser. Wo seine Güter am reichsten fließen, wo die Bodenschätze Norwegens, das Getreide Amerikas, die Maschinen Deutschlands und Englands, die Gewürze Indiens lagern, um weiter befördert zu werden und anderen Herrlichkeiten Platz zu machen, dort geht das Elend, geschminkt und ungeschminkt, am frechsten durch die Gassen. Dort liegt es nackt in 1000 Bordellen. Ballade von der gemeinsamen Schüssel. Genug gekämpft. Die Zeit ist schwer. Vertragen wir uns ein bisschen. So sprach zum Knecht der Herr. Komm, iss an meiner Schüssel. Umstrahlt von Klassenharmonie, Ölzweige in den Haaren, so nahmen Platz am Tische sie, wie vor 200 Jahren. Der Herr griff in die Schüssel und nahm sich den größten Happen. Dann öffnete der Knecht den Mund, wollt in die Schüssel tappen. Halt, rief der Herr, dir fehlt, ich seh's, das nationale Gewissen. Gedenk des mageren Staatsbudgets und nahm den zweiten Bissen. Der Knecht griff wieder in den Topf. Halt, sprach der Herr aufs Neue. Na, wo hast du deinen Kopf? Jetzt komm doch ich an die Reihe. Sprach's, aß, Herr, ich bin arbeitslos, sagte der Tischgenosse. Ach, lassen Sie mich bloß, und griff nach einem Kloße. Den schnappte aber der Herr geschwind, sei doch nicht ungeduldig. Wir sind ein armes Land, wir sind den Knödel dem Ausland schuldig. Zur Abwechslung komm ich nun dran, sprach er und aß gleich weiter. Und jetzt wohl ich, bat leis der Mann. Ich war Saisonarbeiter. Saisonarbeiter, schrie der Herr. Dann warte noch 2 Wochen. Und aß und aß und ließ nur mehr im Topfe übrig, die Knochen. Gebt, Hunger plagt mich, hat verstört der Knecht zuletzt dem Herrn beteuert. Du hast genug am Staat gezehrt, jetzt wirst du ausgesteuert. Ich selbst mag zwar den Knochen nicht, doch will mein Bluthund naschen. Mahlzeit, mein Freund, tu deine Pflicht und geh die Schüssel waschen. Nein! Nein, verhetzter Fort von hier! Auf deinen Proletenrüssel, den Frechen schmeiße sonst ich dir unsere gemeinsame Schüssel. Sprach's. Tat's, die Klassenharmonie,
nahm so einen trüben Verlauf. Der Knecht, sonst fromm, protestierte und schrie, umsonst. Er hatte so gründlich wie nie den gemeinsamen Scherben auf. Ins Himmelblau die Rohstoffpreise steigen, als holde Brut in junger Konjunktur. Der Markt belebt sich schon und schamhaft zeigen sich zarte Triebe börslicher Natur. Und nur ein Dosen mit uns nicht schritt, nur eine Ware geht dem Preis nicht mit und bleibt die billigste in jedem Land. Das ist die Ausschussware, Mensch genannt. Die Ware